Minute 16. Sagt mir ihr Blick, dass sie geil ist. Nein, dazu wär sie zu jung. Sie ist ein Zahn, der sehr steil ist und offensichtlich noch heil ist. Aber mir fehlt jeder Schwung. Sie sagt, dass sie voller Wein ist. Meint sie damit, sie ist scharf? Meint sie denn, dass sie allein ist und ihre Unschuld ein Stein ist, den man bald wegwerfen darf? Kindchen, du hörst zu viel Schlager. Schau, hinter dir ist die Tür. Gern spiel ich heute den Versager. Morgen dankst du mir dafür. Mädchen, du siehst wirklich gut aus und hast ja brav posiert. Geh heim und schlaf deinen Mut aus und tobe dir dann deine Wut aus. Von mir wirst du nicht verführt. Ingrid, 42. Sagt mir ihr Blick, dass sie frei ist. Grad saß am Tisch noch ihr Mann. Sie sagt, dass er nicht sehr treu ist und dass es ihr einerlei ist. Schließlich kommt's darauf nicht an. Sie spricht viel von freier Ehe. Fessel und Zwang wär ihr fern. Sie sagt, dass sie es verstehe, wenn jeder seinen Weg gehe. Denn man ist ja doch modern. Sie hat zwei Töchter erzogen. Sie sagt, die eine ist tot. Rauschgift und Missbrauch von Drogen. Sie sagt, es gibt keinen Gott. Sie sagt auch, sie habe Kummer und einen Anspruch auf Glück. Dann gibt sie mir ihre Nummer, dann zahlt sie Austern und Hummer und dann kommt ihr Mann zurück. Karin, 27. Sagt mir ihr Blick, dass sie klug ist. Jedenfalls spricht sie sehr viel. Dass die Gesellschaft Betrug ist, keine Reform ihr genug ist und dass sie verändern will. Sie sagt, die Männer parieren, so etwas stützt das System. Man muss politisch agieren und die Frau emanzipieren, denn die Männer sind bequem. Sie sagt, sie liebt ihre Freiheit, jeden Zwang tadelt sie sehr. Mutter sein wär Sklaverei heut, heiraten reaktionär. Sie spricht von neuem Bewusstsein, was man als Mann nicht versteht. Sie will kein Spielzeug der Lust sein und keine wandelnde Brust sein. Und dann will sie noch ins Bett.